Von mondbeglänzter Zaubernacht schwärmen die Romantiker. Das Geheimnisvolle finden sie in allen Dingen. Kunst ist für sie so etwas wie Religion mit den Mitteln der Poesie. Eichendorff schickt seinen Taugenichts in die weite Welt. Freiherr von Hardenberg, Novalis genannt, sucht die blaue Blume. E.T.A. Hoffmanns Erzählungen irrlichtern zwischen Traum und Wahn. Caspar David Friedrichs Bilder sind romantisch und Franz Schuberts Musik. Es ist eine glänzende Epoche des deutschen Geistes. Weltberühmte Philosophen wie Friedrich Schlegel und Fichte rufen eine Revolution aus. Sie begeistern sich für die französische Revolution. Ihre Revolution aber findet nur im Kopf statt. Zu mehr reicht es in Deutschland nicht. Anderswo stürzen Könige, die Franzosen stürmen die Bastille. Die Deutschen aber sind Untertanen Napoleons. Die Romantik ist ihre Antwort auf ihn, ein Sonderweg. Die deutsche Kultur um 1810 versucht, aus dem kulturellen Stolz eine Ersatzgröße zu bauen für die Größe, die nun ganz fraglos Napoleon und das große Frankreich repräsentiert. Ist also ein Kompensationsgeschäft. Safranski romantisiert nicht. Erhellend erzählt er, wie der romantischen Epoche das Romantische erwächst. Jene sehr deutsche Geisteshaltung, die Goethe für krank hält, die aber Weltkarriere macht. Das romantische Gefühl ist immer auch eine Abwehrreaktion auf den Wandel der Welt. Die industrielle Revolution im 19. Jahrhundert. Die Romantiker setzen die Poesie gegen das Nützlichkeitsdenken, das Irrationale gegen die Entzauberung der Welt. Ein wenig weltfremd sind sie. Romantiker sind auch Stammväter der Grünen. Die Herrschaft des Geldes, die Herrschaft der Arbeitsteilung. Also alles das, was wir mit der effektiven und so überaus erfolgreichen bürgerlichen Gesellschaft, auch als Wirtschaftsform, Kapitalismus und so weiter, verbinden, da hat die Romantik schon eine Verstümmelung des Menschen darin erkannt. Allmählich erfasst der romantische Geist die Politik. Romantiker sind Barden der patriotischen Bewegung. Wieder wird es nichts mit der Revolution. 1848 scheitert sie. Danach erst wird die romantische Bewegung nationalistisch und fanatisch. Dass man irgendwann mal bereit ist, die persönliche Freiheit preiszugeben zugunsten dieser Freiheit einer Nation, das ist vor allem eine spätere Entwicklung. Kühl folgt Safranski den Perversionen des Romantischen. Die eiserne Romantik, Marine statt Malerei. Wilhelms Flotte ist unrealistisch und auch größenwahnsinnig. Romantische Jugendbewegungen tendieren in Deutschland mal nach links, mal nach rechts. Mal ziehen sie in den Krieg, mal bloß in die Natur. Verstiegen, verzaubert, verschworen als Gemeinschaft. Der größte Irrtum besteht darin, in der Politik Erlösung zu suchen. Selbst Hitler profitiert von der romantischen Seele der Deutschen, er bringt sie zum Klingen. Das pervertierte Erbe der Romantik. Safranskis große Wanderung auf den Spuren einer deutschen Geisteshaltung endet 1968. International, antibürgerlich, hochromantisch ist auch diese Protestbewegung gegen die Konsum- und Industriegesellschaft. In Deutschland besonders links und fanatisch. Wenn Romantik nach der politischen Macht greift, dann wird es gefährlich. Weil von der Politik erwarten wir auch eine ganze Portion Realismus. Ja? Wir erwarten auch Fantasie in der Politik. Ja? Aber wir erwarten nicht, wie wir 68, Fantasie an die Macht. Ist wohl doch nicht so eine gute Idee, weil da noch was anderes an die Macht kommen muss, damit das eine lebbare Form wird.